Willkommen beim Tutorial für die Olivensalsa. Die Zutaten: Pizzatomaten und grüne und schwarze Oliven in Ringen, rote Zwiebel, Knoblauch, etwas Öl und Thymian. Gebt euer Öl in eine Pfanne und erhitzt es auf dem Herd. Gebt euer Öl in eine Pfanne und erhitzt es auf dem Herd. Gebt die roten Zwiebeln und den Knoblauch ins heiße Öl und bratet beides an, bis die Zwiebeln leicht glasig werden. In der Zwischenzeit könnt ihr schon mal eure Pizzatomaten in eine große Rührschüssel geben, die in Scheiben geschnittenen Oliven hinzufügen, das ganze Salz und Pfeffern, was ich gleich mache, und Thymian darüber streuen und natürlich alles gründlich vermengen. Gebt die Zwiebeln auch hinzu und rührt auch diese mit unter, um euren Dip fertig zu gestalten. Und so könnte eine fertige Portion Olivensalsa aussehen. Viel Spaß und guten Appetit!